Hallo, herzlich willkommen in Susannes Nähzimmer. Bei dieser Quiltprobe habe ich mit einer Zwillingsnadel gequiltet. Es entstanden raupenförmige Strukturen, die sich erhaben anfühlen. Es macht den Eindruck, als habe man eine Kederschnur eingearbeitet. Der Effekt entsteht dadurch, dass der Unterfaden die beiden Oberfäden auf der Rückseite zusammenzieht und das Vlies nach oben drückt. Durch das Quilten dieser Schlangenlinien sind in den unregelmäßigen Rechtecken Falten entstanden. Das Top bauscht sich nach oben. Um zu glätten, habe ich zwei verschiedene Muster gequiltet. Zum einen sind es diese gewellten Strahlen, die in vier Richtungen abgehen. Zum anderen ist es ein Mäandermuster, was dazwischen gequiltet wurde. Ich zeige euch jetzt, wie ich eine Strahlensequenz einarbeite, und zwar dort. Ich richte das Sandwich so aus, dass der Laserpointer genau an die Stelle zeigt, wo die Nadel einstechen soll. Meine Maschine ist folgendermaßen voreingestellt: Nadelposition unten, Nähfuß unten, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich drücke jetzt mit der Ferse kurz auf das Fußpedal. Die Nadel sticht ein, holt den Unterfaden nach oben, der Nähfuß hebt sich, dadurch öffnen sich die Spannungsscheiben. Ich halte beide Fäden fest, positioniere so, dass der Laserpointer wieder genau an der Stelle steht, wo die Nadel einstechen soll, und drücke mit der Ferse lang auf das Fußpedal. Dadurch werden die Fäden vernäht. Das Fußpedal lässt sich auch noch anders programmieren. Ich habe es für mich so eingerichtet. Jetzt beginne ich mit dem Quilten. Es sollen wellenförmige Linien sein, die in etwa bis zur Mitte gehen. Ich quilte auf der gleichen Linie, auf derselben Linie zurück. Ich übe Travel Stitch. Durch das Quilten glättet sich die Oberfläche in diesem Rechteck. In der Ecke angekommen, drücke ich lang mit der Ferse auf das Fußpedal. Der Faden wird vernäht, die Nadel bleibt im Stoff, der Nähfuß unten, so wie ich es voreingestellt hatte. Ein kurzer Druck mit der Ferse auf das Fußpedal hebt die Nadel und den Nähfuß. Jetzt kann ich die Fäden abschneiden. Ein Blick auf das, was bis jetzt gequiltet worden ist. Ich versuche, etwas weiter weg zu zoomen, dann könnt ihr vielleicht mehr erkennen. So. Den fertigen Quilt könnt ihr euch auf meiner Facebook-Seite Susanne Männer anschauen. Ich werde in Kürze dort Fotos einstellen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.